Ach, jetzt aber. Der GameCube hieß nicht umsonst in der Entwicklung Dolphin. Ich habe wirklich, wenn ich mich recht erinnere, habe ich das irgendwo mal gelesen, dass die Engine für den GameCube quasi Wasser und Nebel irgendwie schon eingebaut hatte als Super-Effekt so ein bisschen. Aber dafür sah der Nebel in Blood Omen richtig scheiße aus. Was ist unsere Mission eigentlich? Ich sollte das lesen. Dünenwalzen bauen Sandburgen. Sind die Dinger da Dünenwalzen? Was für Sandburgen? Ich weiß nicht, von was die reden. Ah, und ich habe schon wieder meine Düsen nicht richtig eingestellt. Das kommt auch noch, aber wahrscheinlich hier noch nicht. Aber irgendwann muss man das machen, da kann ich mich noch erinnern. Ich habe keine Ahnung, was ich da eigentlich mache. Aber warum nicht? Nein! Ich runterrutschen. Wirklich? Wirklich, Mario? Ist es da wirklich so steil hier? Willst du mich verarschen? Na also, wie man hier laufen kann. Das war komisch. Nein, das machst du bitte nicht, Mario. Ah, du Arsch, du. Was war denn das bitte? Also ich weiß, was das war, aber das sollte er nicht machen. Okay. Ich weiß wirklich nicht, wo das hinführen soll. Ich sollte mal was anderes machen, oder? Nee, machen wir noch. Solange wir Wasser haben, machen wir hier mal noch weiter. Irgendwo führt schon hin. Alles führt irgendwo hin. Ich bin nur zu einer blöden blauen Münze. Aber die sind sicher auch wichtig. Ich weiß nur nicht mehr für was. Ups. Ah, da ist er. Da ist der Steg und irgendwo muss man eine Melone holen und dann über den Steg rollen. Und das ist furchtbar. Mega entzafft auf dem Dach dieser Hütte. Geheimnis an den Cocktails. Okay. Aber das ist jetzt noch gar nicht fällig.
zum Glück. Aha! Sandburgen. Das sieht richtig aus, glaube ich, ne? Ich muss hier nur das richtige Pflänzchen gießen, wahrscheinlich. Da-da-da-da! Au. Bei dem kannst du durchs Dach glitschen. Das ist nicht so nervig. Ah, okay, das ist ein guter Tipp. Ich glaube, da werde ich dann eher versuchen, durchs Dach zu glitschen. Auch wenn das wahrscheinlich auch nicht leicht ist, ist es wahrscheinlich leichter wie das mit der Melone. Mist, zum Extra-Leben wollte ich gar nicht. Wo ist der Stern gegenüber? Ah, die Blöcke kommen wieder. Alles gut dann. Na, das ging ja auch ganz gut. Ich habe mich immer gefragt, warum der Hintergrund irgendwie so eine Mischung aus Weltall und Schienen sind meistens. Warum ist da ein Space Train unterwegs? Ah! Wiggle, wiggle, wiggle. Alarm, Alarm! Auf der Spitze der Sonnenkugel sitzt ein Wiggler. Und die Schwapselbapsels schwapselbapseln auf den Schwupsbupseln. Im Grunde sind das die Bullies in Sunshine. Nur mit Saugnäpfen. Was ist denn das für eine Professor Igitbox da hinten? An die kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Und jetzt? Habe ich irgendwas anderes jetzt, was ich vorher nicht hatte? Irgendwie nicht, oder? Doch noch verschiedene Aufsätze, genau. Die Kissen brauchst du dann, um die Schwebedüse wieder... Ah, alles klar. Um die zurück zu verwandeln. Ja, ja, ja. Das macht Sinn. Okay. Verstehe. Okay, muss ich die erst? Ah, die invertierte Steuerung macht mich fertig, aber ich verstehe schon, glaube ich. Ich muss die erst an den Rand pusten und dann Stampfattacken. Aber ich glaube, dafür brauche ich mehr Wasser.
sehr schön. Einer weniger immerhin. Nur leider bin ich gleich ziemlich tot. Okay. Alles klar. Gut, wo, warum? Okay. Egal, suchen wir uns was zu mampfen. Ich hab da oben irgendwo Münzen gesehen. Dodala. Aha. Ah, ich befürchte, Wasser brauche ich jetzt wirklich. Das war auch immer ein bisschen nervig, ne? Und ist es immer noch, dass man immer wieder tanken muss. Ich verstehe gerade, dass in Mario Sunshine der Bauchrutscher ein ziemlich wichtiges Movement-Mittel ist. Im Grunde so ein bisschen der Ersatz für den Rutschsprung, den ich dauernd machen will. Ah, nein! Voll falsch eingeschätzt, die Perspektive. Hey, nicht schummeln hier. So, ich hab die, glaube ich, exakt in der umgekehrten Reihenfolge gemacht, aber ist eh cool. Warum nicht? Mario. Und als ich wieder aufwachte, stand ich da auf irgendeinem Dach. Und jetzt schmilzt er. Und zerfällt in tausend Teile. Warum? Habe ich ihn jetzt echt so hergebraten, dass er einfach tot ist? Der arme Wiggle Wiggle. Wenn ich nicht wüsste, dass der wiederkommt, würde ich mir jetzt echt Sorgen machen. Ich werde jetzt müde. Ich mag nicht mehr. Ich muss schon sagen, irgendwie hat mir Mario 64 mehr Spaß gemacht als Mario Sunshine. Ich habe am Anfang gesagt, dass es sich irgendwie besser anfühlt, also direkter, besser steuerbar, und das stimmt auch. Aber irgendwie kommt nicht der gleiche Spaß auf. Und ich kann nicht genau sagen, woran es liegt. Ist es wirklich nur Nostalgie? Oder ist das Feeling, dass die, vielleicht ist die Steuerung zu direkt. Vielleicht macht das. Ich weiß es nicht. Irgendwas ist nicht in Ordnung.
Irgendwas fühlt sich nicht gut an. Nicht motivierend. Aber vielleicht muss ich erst noch ein bisschen besser reinkommen in die Steuerung, ne? Vielleicht fehlt mir noch so ein bisschen der Flow. Vielleicht kommt's mit dem Flow. Wir sterben! Ich finde den Bewegungsflow von Mario 64 angenehmer, weil der Dreck weg ziemlich ausbremst. Das stimmt auf jeden Fall. Eben, der Flow, der fehlt mir ein bisschen. Aber vielleicht kriegt man den Sunshine-Flow noch. Vielleicht wegen Mario 64 komme ich jetzt nicht in den Sunshine-Flow so richtig rein. Mal schauen. Okay, weiß nicht, ob das so gedacht ist, aber perfekt. Einfach mal die halbe Rutschbahn übersprungen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt machen wir noch eine Sonne und dann machen wir Schluss. Monte Bianco, das Dorf der roten Münzen. Ja, ich mochte schon in Mario 64 diese roten Münzen-Sammelmission immer so gerne. Hurra! Es gibt Schlimmeres. Aber das sind nicht unbedingt immer die aufregendsten Level. Irgendwie finde ich dadurch, dass Mario 64 vom Movement her auch ein bisschen langsamer war, war aber auch die Kommunikation besser. Man wusste in der Regel, was Mario gleich machen wird. Und es war zwar auch nicht immer das, was man gerne gehabt hätte, aber man konnte es besser abschätzen. Hier ist es fast ein bisschen zu gruselig und dadurch irgendwie nicht mehr so ganz akkurat oft. What? Unsichtbare Windgeister oder was? Vielleicht war auch der Dreck weg fast so ein bisschen letztendlich dann doch ein Klotz am Bein für die Entwickler. Also nicht wirklich ein Klotz am Bein, im Gegenteil. In Mario 64 hatte halt sehr konkretes Movement und die Level wurden halt auch sehr exakt auf dieses Movement angepasst. Und da dieser Dreck weg einem viel mehr Freiheit gibt in der Bewegung, ist auch viel mehr Freiheit im Leveldesign. Und dadurch passen die Bruchstücke nicht mehr so exakt ineinander. Und es gibt viele Stellen, die eben nicht mehr mit präzisen Sprüngen passierbar sind, sondern mit eben diesem Dreck weg sehr viel Spielraum bieten. Das konkrete Movement kommt ja in Galaxy wieder. Ja, genau, das stimmt. Und auch Odyssey macht das, finde ich, viel besser. Vielleicht ist wirklich diese zu viel Freiheit in Mario Sunshine der Grund, warum es irgendwie sich nicht so... kein Flow aufkommt einfach.
Wo? Ah, da. Gut. Nein! Dammit. Egal. Hey, warte mal. Können wir auch noch mitnehmen. Dieses Jahr ist nun alles geschnitten an Videos für YouTube. Für alle 2 Tage Minimum 1 Video. Für das ganze Jahr schon fertig. Nicht schlecht. Ich bin schon froh, dass ich jetzt, abgesehen von Special-Videos, den halben Oktober voll habe. Mit Let's Plays und Videos und Stream-Aufzeichnungen. Mario. Da geht wahrscheinlich das Wasser aus. Ich hasse es. Da müssen wir jetzt echt tanken gehen. Ah, das nervt schon irgendwie echt. Habe es beim NES für viel Arbeit, weil du da viel Zeitraffer eingebaut hast. Ah, cool. Super viel Feintuning quasi. Für das Projekt werde ich am Wochenende vielleicht fertig. Ich denke, ich auch. Hoffentlich. So, na gut. Ich glaube, wir machen jetzt Schluss. Ich mag nicht mehr. Wir haben am Wochenende eh so viel Bonus gestreamt, dass wir heute ruhig mal 20 Minuten früher Schluss machen können, finde ich. Es ist würdig und recht, würde Gott sagen. So wie ich ihn kenne. So. Na schön, Leute. Dann, Edward, ich sehe jetzt erst danke fürs Followen. Hi, ich habe das total übersehen vor lauter rote Münzen sammeln. Danke fürs Folgen. Aber jetzt ist Schluss. Wir sehen uns live am Donnerstag jetzt wieder. Und ansonsten sowieso immer dauernd ständig auf allen Kanälen in 1000 Videos. Fight Crab. Auch ein interessantes Spiel. Vielleicht im nächsten 24-Stunden-Stream werfen wir da mal einen Blick drauf oder so. Oder im nächsten Random-Stream vielleicht. Mal schauen. Na gut. Gute Nacht, Leute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Schlaft gut.